Und ich begrüße euch recht herzlich zu meiner Morning Gaming Time. Ja, wir schauen wieder in die Eye of the Beholder Trilogie rein und zwar in den ersten Teil. Wir sind mittlerweile, wie gesagt, bei den Thrall gelandet und da schauen wir heute mal, ob wir uns vorkämpfen können zu dem Zwergen. Wir haben das letzte Mal eine Treppe nach oben genommen, sind eine Etage nach oben gegangen. In welcher Etage ich jetzt genau bin, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Durch diese Portalnutzung ist das ein bisschen schwieriger geworden. Aber wir schauen mal rein und sehen zu, wie wir weitergehen. Deswegen werde ich jetzt kurz in den Live-Bereich wechseln. Nicht wundern, da ist momentan nicht viel zu sehen, außer eine Uhr und mein Hintergrund natürlich und die Dauerwerbesendung, die habe ich ja immer drin. Und ansonsten ist alles aus. Ich werde das Spiel jetzt gleich starten, wie wir das immer wieder kennen. Wir werden aber den alten Spielstand dann laden. So, genau, also. Da sind wir drinne. Wir haben einmal das Spiel. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet diesmal. Und damit wir da reinkommen, also 4 für VGA, 1 für die Soundplaster. Und ja, wir wollen natürlich die Maus nutzen. Ja, so, da sind wir raus. Ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, dass man da schnell durchkommen kann. So, altes Spiel laden. Und schon sind wir drin. Ich habe auch heute ein bisschen die Lautstärke vom Spiel erhöht. Ich hoffe, dass das diesmal reicht. Ansonsten müssen wir nächstes Mal noch ein bisschen lauter werden, aber das sehen wir dann. So, ihr seht hier wieder unsere Sechsergruppe. Wir haben das letzte Mal zwei Zwerge dazu bekommen. Den einen haben wir gefunden, den hatten wir schon vorletztes Mal gefunden und den einen haben wir als Hilfe zur Seite gestellt bekommen und damit werden wir dann heute ein wenig agieren. Genau. So, also los geht's. Wir sind hier woher weiß ich, dass wir bei den Draws sind? Das ist dieses lilafarbene, verwaschene von den Wänden. Dadurch sieht man das relativ gut und man kann damit gut feststellen, aha, wir sind nicht mehr im normalen Bereich, sondern bei den Draw, die färben ihre Wände so ein. Jetzt ist die Frage, gehen wir nach rechts oder gehen wir nach links? Wir gehen nach links. So, da gucken wir. Aha, machen wir die Tür auf. Aha, da haben wir dahinter wieder ein Räumchen mit einer. Und wenn man das richtig hört, dann ist da wieder irgendwo was unterwegs. Ich bin mal kurz leise. Da hört ihr es. Dann gehen wir mal vor. Ganz langsam. Ich weiß, ich habe wieder nicht wieder den Fehler gemacht. Ich habe eine Tür geöffnet, ohne nachzugucken. Was Sache ist, da ist eine Tür. Und diesmal mache ich den Fehler nicht. Spieloption, Spielstand speichern. Ja. Und dann geht es auch schon weiter. So. Weil wir haben das letzte Mal ja so viel, oder wir haben schon einige Male so oft anfangen müssen von entfernten Stellen, weil wir nicht wussten, wo wir waren. Und das will ich natürlich jetzt vermeiden. So, dann gucken wir. Ah, da ist eine Tridder. Gut, da haben wir doch schon ein bisschen was geschafft. Das ist doch nicht schlecht. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Nein. Es wurde keiner, ah doch, einer weiter hinten wurde verletzt, aber das ist nicht schlimm. Wir haben das Schöne dabei, wir haben jetzt, mal gucken, ich pack mal den Stein hier raus, gehe vor und wir geben ihm hier zwei von unseren, zwei, ah, das kann man wahrscheinlich ablegen, okay, kann ich das mal, ah, das kann. Ah, das geht nicht. Ah, das geht. Interessant. Den einen kann ich ablegen, den anderen nicht. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. So, nee, dann gehen wir mal in die andere Richtung. So, wir geben ihm hier noch einen Speer. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich entsprechend. Aber wir werden das auch gleich speichern, damit wir da nicht wieder. Es ist nicht wieder von vorne anfangen müssen oder nicht das bekommen, was wir jetzt gekriegt haben, weil das ist schon eine ganze Menge, was wir da gekriegt haben. Eins im Übrigen, weil ihr euch wundert, warum ich so oft speichere, das ist bei diesen alten Spielen gang und gäbe,
dass man da speichert relativ viel, weil sonst muss man immer wieder von vorne anfangen, beziehungsweise beide Schrecken zurücklegen. So, hier haben wir einen kleinen Raum. Ich guck mal, ob wir da irgendwas haben, was ich unbedingt wissen muss. Nein. Aber eine Tritter ist natürlich so. Ah, da ist wieder einer. So. So, okay. Ja, jetzt habe ich gerade den Fehler gemacht. Das habe ich leider zu spät gesehen gehabt. Ich habe natürlich jetzt den Zwergen da seine. Das geht nicht. Das ist natürlich jetzt etwas komisch. Aber gut, okay, kein Problem. Dann nehmen wir doch den Stein. So, gehen eins nach da und machen dann eins. Und eins. Und jetzt gehen wir eins vor. Dann holen wir uns den Dolch. Den packen wir. Wo packen wir den denn hin? Den packen wir mal nach da als Sicherung. Und packen den noch nach da. Und gehen dann zu ihr rüber und packen den. Achso. Ah, okay. Gut, das geht natürlich nicht. Da habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Weil die brauchen natürlich ihre Wurfsteine. Genau. So. Gut, wir haben jetzt wieder eine ganze Menge gekriegt. Gleich wieder speichern, damit wir da keine Probleme bekommen. Weil, wie gesagt, sonst müssen wir diese ganzen Kämpfe, die wir jetzt gemacht haben, wenn da was schief geht, wieder von vorne anfangen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber zwei Tritter, das heißt, da ist irgendwo wahrscheinlich eine ganze Kolonie davon. Tritter sind übrigens verfluchte Dunkelelfen, also verfluchte Draw, die von ihrer Göttin Lolth entsprechend verflucht wurden und zu Zwitterwesen gemacht wurden zwischen einer Spinne, das ist ja das Symbol der Lolth, und den ja, verfluchten Draw. Ich muss ganz ehrlich aber schon sagen, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich bin und habe mich hier eigentlich schon komplett verirrt. Okay. Gut, wir machen aber trotzdem jetzt erstmal hier diesen Weg. Ups. Genau, habe ich jetzt in die Stadt vorbeimarschiert. Muss man genau aufachten. Oh, da haben wir wieder einmal. Zack. Ah, da ist eine Tür. Gut, die nehmen wir. Aber das obligatorische Speichern vorher nicht vergessen. Weil das hört sich an, als wäre dahinter was Größeres. Okay, ah, wusste es doch. Ah, da kommt mein Mann, der war noch im Bett. Aber das darf er auch, es ist ja auch relativ früh heute noch. Oh, dahinter ist noch was anderes, sehe ich gerade. Oh, die ist etwas schwieriger zu machen. Oh, da ist eine Bestie. Da haben wir eine ganze Menge zu tun und da kommt schon die nächste Tritter und ich habe bei dem einen schon keine Waffen mehr. Ja, jetzt wird es ein bisschen problematischer, weil mir die Munition ausgegangen ist. So, da haben wir es doch noch geschafft und konnten das Ganze erledigen. Ich will aber trotzdem mal speichern, auch wenn ich jetzt eine verletzte Person dabei habe. Aber aus einem ganz einfachen Grund. Durch die Verletzung. Oh. Scheiße. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so gut. Glück gehabt. Hui, da habe ich doch glatt übersehen, dass da noch einer war.
Und das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Deswegen war ich jetzt auch gerade mal ganz kurz etwas still, weil ich musste mich wirklich konzentrieren darauf, dass das nicht schief geht. Denn ja, das hätte natürlich zu Problemen führen können. So, jetzt will ich erstmal schnell wieder hier die Leute ausrüsten mit entsprechenden Waffen, damit wir da nicht in die Bredouille geraten und am Ende dastehen und ich nicht weiß, wie ich agieren soll. Das ist natürlich, das war jetzt wirklich, ja, gar nicht so einfach, da zu agieren. Aber ich höre im Hintergrund auch schon wieder weitere. Also das ist dann doch schon etwas, was, wo ich ziemlich aufpassen muss, dass wir da nicht in die Gefahr geraten, entsprechend zu, ja, nicht mehr kämpfen zu können. So, da haben wir da noch ein Ding. So, jetzt gehen wir hier hin. So, der hat schon einen. So, dann gebe ich aber trotzdem mal eins, zwei Stück nehme ich, na, drei Stück nehme ich mit. Dann habe ich insgesamt vier. So, und jetzt gehen wir eins nach vorne. Und hoffen, dass da jetzt nicht noch mehr von denen rumrennen. Und ich eventuell es vielleicht sogar schaffe, hier noch ein bisschen was einzusammeln. Beziehungsweise wir dann vielleicht hier nochmal schnell lagern können. Und zusehen können, dass wir da dann entsprechend natürlich... Guck gerade mal, zack und zack, da ist nichts mehr. Okay, gut, dann haben wir hier einen schönen Lagerort gefunden. Ich werde hier mal die Tür zumachen. So. Genau. Ich gehe nochmal nach vorne. Da dahinter dürften dann noch ein paar mehr von denen sein. So, jetzt habe ich ihn gezeigt. Hallo, hier auf der anderen Seite ist was, weil hier unten drunter guckt jetzt der Dings durch. Nein, das guckt er natürlich nicht. Das ist nur so dahin gezeigt. Ja, genau. So, jetzt drehen wir mal rum. Dann haben wir da einmal einen Dolch und einen Stein. So, und jetzt gucke ich gerade mal schnell das Essen durch. Da ist alles in Ordnung. Ja, da ist nicht ganz alles in Ordnung. Ich hatte doch noch irgendwo kleine. Da habe ich noch eine kleine. So, die kriegt unsere Priesterin, damit die ein bisschen aufgemacht ist. So, ah nee, das brauche ich jetzt noch nicht. Ah doch, obwohl, doch ja. So. Wir gehen auf Ausruhen, sagen ja, bitte einmal heilen und dann wird alles geheilt und unsere Leute sind geheilt. Wir haben hier natürlich eine ziemlich lange Zeit, in der wir ruhen. Ihr seht, fast anderthalb, ja, fast 2 Tage dürften das sein. Ja, genau, fast 2 Tage. Dafür sind jetzt aber alle Charaktere wieder gesichert. Wir tun einmal speichern und wechseln dann natürlich wieder unsere Leute. So, so. Perfekt. Und jetzt gucken wir uns den Raum hier mal an, ob wir da irgendwas finden, was von Interesse sein könnte. Ich denke mal nicht, weil das ist ein einfacher Raum und dahinter und davor ist eine Tür. Das heißt, da werden wir nicht viel bekommen. So, gut, nichts Interessantes zu sehen. Wir machen aber mal eins. Wir machen die Tür auf und kriegen dann auch gleich schon einen Angriff von den Triddern. Das ist natürlich so, wie wir das nicht wollten, aber gut, passiert. Das, ja, jetzt ist wieder beim ersten die Munition ausgegangen. Keine Munition mehr, genau. So, aber wir haben es geschafft, so wie wir es, wie es gedacht war. So, jetzt aber schnell ein bisschen Munition einsortieren, damit wir da, falls da was kommt, keine Probleme kriegen. Zack. Zack und zack. So, ein nach hinten. Zack und zack. Und noch einen weiter und dann haben wir zack und zack. Und schon haben wir da die ersten Sachen wieder drin. So, jetzt können wir erstmal die kleineren Sachen
wieder einräumen, also Dolche und Pfeile und so. Wichtig aus dem Grund, dass wir dann entsprechend unsere Charaktere wieder ausgerüstet haben. So, da haben wir noch einen Dolch. So, dann haben wir da noch einen Stein, den kriegen wir aber jetzt nicht unter. Dann kriegt den Stein der hier. So, müssen wir mal gucken. Oh, da ist ein Portal. Da können wir gleich mal gucken, was dafür ein, ob wir rausfinden, was dafür eine ein Symbol fehlt. Ich habe nämlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt letztes Mal nicht aufgeschrieben, was wir da haben, was uns fehlt. Aber wir haben ja hier, also das Symbol haben wir hier. Das Symbol haben wir hier und das Symbol haben wir hier. Das heißt, hier fehlt also was, was wir nicht besitzen. Ich glaube, nee, der Edelstein ist hier, der Ring ist da. Das müsste, ah, das ist der Stab. Das ist der Stab, der da fehlt. Den Stab haben wir natürlich noch nicht, deswegen nützt uns das jetzt nichts, da zu sagen, okay, gut, wir gehen hin und wir gucken, was da Sache ist. So, jetzt gucken wir aber mal hier. Da haben wir wieder eine Klerikerrolle, das Böse vertreiben. Okay, so, da haben wir ein paar Stiefel, Dunkelelfenstiefel. Ja, wer hat denn noch keine Stiefel? Oh, es haben fast alle keine Stiefel, sehe ich gerade. Ja, die Zwerge brauchen auch keine Stiefel. Aber gut, okay. Gut, dann geben wir unserer Dings auf jeden Fall mal die Stiefel. Das ist ganz praktisch. Dann ist die versorgt. So, wir haben hier also jetzt ein neues Portal gefunden. Trotzdem werden wir jetzt hier aber mal kurz ausruhen. Aus einem einfachen Grund, damit wir unsere Livia hier, unsere Kriegerin, geheilt haben. Natürlich danach wieder gleich das obligatorische Speichern. Ganz wichtig. So, genau. So, dann machen wir uns auf den Rückweg. Jetzt können wir ja hier die Türen offen lassen. Ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber wir machen das, lassen das. So, aus dem Gang sind wir ursprünglich gekommen, deswegen lege ich mal jetzt da was hin, damit ich weiß, aha, da war ich schon. Und dann gehen wir hier weiter. So, dann gucken wir mal, da ist eine Tür und da ist eine Tür. Okay. Gut, wir haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit gespeichert, deswegen können wir jetzt hier einfach mal aufmachen und gucken. Da ist nur ein Gang. Eine Rüstung. Was haben wir denn da für eine? Oh, eine wunderschöne Plattenrüstung. Das ist natürlich schön. Die wunderschöne Plattenrüstung bekommt sie. Hier haben wir ein Schuppenhemd. Das Schuppenhemd ist, glaube ich, ein bisschen besser als die normale Rüstung. Hier haben wir Rüstung 3. Wenn wir jetzt die Rüstung anlegen, haben wir eine Rüstung 4. Sehr schön. Sie hat eine Rüstung von 6. Dafür braucht sie aber auch was zu futtern. Das werden wir gleich machen. Gut. Oh, hier, da haben wir eine Rüstung. Oh, eine Rüstung von 7. Moment, was hat der denn für eine Rüstung? Okay. Ah, der hat den Helm. Wieso hat er einen Helm? Muss ich das jetzt verstehen? Aber wir gucken mal, was passiert, wenn wir hier die Rüstung. Ah, die kann er nicht tragen. Okay, gut, dann lassen wir die hier. Und den Helm nehmen wir mal weg. Ah, deswegen, ah, okay, deswegen hat er einen Helm. Aber wieso hat er, wenn ich den Helm wegnehme, hat er eine Rüstung von 7. Wenn ich den Helm anziehe, hat er auch eine Rüstung von 7. Muss ich nicht verstehen, okay. Ist halt so. Gut. Die Rüstung lassen wir da, beziehungsweise das Kettenhemd, weil das bringt uns ja nichts. So. Also haben wir hier jetzt eine Rüstung gefunden. Das ist ganz praktisch. Dann machen wir hier die Tür auf. Gucken, was wir hier finden. Oh, hier finden wir einen Dreschflegel. Oh, das ist gut. Wir gucken mal. Angriff steht nicht dabei. Bringen wir nicht hin. Okay. Gut. Wir nehmen aber trotzdem den Dreschflegel. Die Axt nehmen wir mal mit. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Eins, zwei. Oh, wir haben wenig Essen, sehe ich gerade. Wir müssen also unbedingt gucken, dass wir Essen bekommen. Aber okay. Gut. Ist halt so. Chromi war aufgestiegen. Da muss ich aber, glaube ich, nichts machen. Es passiert automatisch. Ja, genau. So, dann gehen wir mal weiter. So, also hier hatten wir das eine. So, da. Das hört sich sehr danach an, als wäre da doch was dahinter. Aber wir machen es trotzdem mal.
Auf, okay, Tür hinter Tür. Das ist natürlich sehr interessant. Dann machen wir hier mal kurz auf. Okay, jetzt wird's wild. Wir haben drei Türen hintereinander. Sehr interessant, sehr interessant. Dritte Tür. Ah, okay, so. Da haben wir ein Pfeilloch und ein. Interessant. Also das ist jetzt sehr interessant. So, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal eins machen. Ich werde jetzt hier erstmal kurz speichern. Rein aus Interesse heraus. Was das lustig ist, wisst ihr, was wäre unten sehr praktisch wäre? Wenn wir hier mal einen Händler hätten, da könnte man vielleicht mal was zu essen einkaufen. Aber sowas findet sich hier natürlich. Das war nicht gut. Okay, wir machen das Ganze einfach. Laden, ja. Das heißt, wenn wir jetzt da reingehen, dann kommt von da ein Feuerball. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, zack, und machen so und schauen an, wie der Feuerball vorbeifliegt. Da haben wir ihn gesehen. Jetzt müssen wir mal kurz warten, ob da noch ein zweiter kommt. Bin mal. Was war das jetzt? Okay. Wieso haben wir jetzt Schaden bekommen? Ah, okay. Jetzt weiß ich, warum wir Schaden bekommen haben. Seht ihr es auch? Geh mal kurz vor. Guck, da gab es ein Loch. Das heißt, das war jetzt natürlich nicht Sinn der Sache. Das heißt, wir werden das Ganze wieder machen, weil ich will natürlich da oben bleiben und nicht nach unten. Also gehen wir wieder hoch. Wir gehen nach vorne, zur Seite, nach vorne, zur Seite und warten. Da kommt der Feuerball. So, dann gehen wir nach da. Dann gehen wir 1, 2, 3 und zack. Ha, Glück gehabt. Da kam nämlich wieder einer. So, und da ist das Loch. Da wollen wir natürlich nicht rein. So, jetzt gehen wir rüber. Zack, zack, zack. Ha, Glück gehabt. Gut. Da ist nämlich auch wieder ein Loch gewesen. Da wären wir auch wieder runtergefallen. So, und jetzt haben wir es geschafft. Und wir können jetzt hier speichern. Wir sind durch diesen Gang mit den Feuerbällen durch. Ich denke mal, dass da Bodenplatten sind, die diese Feuerbälle. Ah nee, die nicht machen, sondern die kommen hin und her. Okay, gut. Was haben wir denn da? Oh. Da habe ich doch glatt übersehen, dass da was kommt. Oh, das wird etwas eng. Okay, haben es geschafft. Passend. Gut, ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob wir nicht aus Versehen ein paar Sachen weitergeschickt haben, als wir hätten gemusst. Aber gut, so ist das eben. Müssen wir mit leben. Aber diese Viecher sind doch schon sehr robust, muss man mal sagen. So würde ich jetzt, finde ich. So, dann haben wir da noch eine davon und einmal davon. So, dann gehen wir eins weiter. Dann gibt es ein Dolch nach da und der zweite Dolch kommt hier hin. So, gucken wir gerade. Ja, doch, wir sollten hier mal kurz ausruhen. Zumindest damit Livia ein bisschen geheilt ist. Und unser Zwerg auch. So, wir kriegen die Spieloption. Speichern, speichern. So, weil das war dann doch schon ein bisschen Glück, dass wir das überlebt haben. Beziehungsweise, ja, weil diese Viecher sind dann doch schon ein bisschen Ärger. So, wenn wir jetzt hier gucken, haben wir eine Tür. Das heißt, der Gang auf der anderen Seite endet entweder auch in einer Tür oder. Irgendwas haben wir da stehen? Dreh um. Ah, merkt ihr was? Okay, also das ist der Gang, aus dem wir gekommen sind. Und hier werden wir woanders hingebracht. Wir werden aber trotzdem mal
Zurückgehen. Hier ist die Tür. Und ich will jetzt wissen, ob auf der anderen Seite von diesem Gang wirklich die Tür ist. Bin ich jetzt oder waren wir nicht gerade auf der anderen Seite von diesem Gang? Wir waren doch hier. Ah, habt ihr was gesehen? Ah, seht mal an, hier wird man durch die Gegend teleportiert. Das ist ja mal was ganz Fieses. So. Das ist ja jetzt mal was ganz Fieses. Okay. Da habe ich aber was gefunden. Das ist praktisch ein Ring. Den ziehen wir mal an. So, den Ring haben wir. So, das ist jetzt natürlich sehr, sehr interessant zu wissen. Gut. Okay. Der Gang ist noch klar. Das ist immer noch derselbe Gang. Okay. Mal gucken. Ah, jetzt sind wir verändert worden. Nein, das ist immer noch derselbe Gang. Ah, okay. Eins. So. Jetzt wurde es verändert. Und jetzt haben wir wieder einen Gang hier. Okay. Gut. Wir werden jetzt trotzdem wieder speichern. Also es ist sehr interessant, was hier so passiert und was wir heute rausfinden. Und einen guten Morgen geht natürlich an den Kistenkater. Ja, den habe ich ganz übersehen, dass der mittlerweile auch reingekommen ist. Schön, dass du dabei bist. Lustigerweise, du kommst rein und schon habe ich einen Zuschauer weniger. Sehr lustig. Oh, da ist was. Oh, da ist ein Viech. Oh, da sind zwei Viecher. Das war jetzt nicht so gut. Na komm her. Oh, das sind drei Viecher. Vier Viecher. Hallo? Ist hier irgendwo ein Nest? Auch noch Feuer, das ist, finde ich, aber überhaupt nicht lustig. Lasst euch das mal gesagt sein. Abgesehen davon, dass mir mittlerweile massivst die Munition ausgeht und ich gleich Probleme haben werde. Da ist der erste gefallen. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal gucken. Ah, interessant. Wieso hat die jetzt so lange gebraucht, um ihre Pfeile wieder zu kriegen? Aber jetzt werde ich, dahinter habt ihr ja gesehen, ist noch mindestens ein weiteres von diesen Viechern. Deswegen habe ich jetzt mal überlegt, dass wir hier ein kleines bisschen aufrüsten, beziehungsweise umrüsten, damit wir hier ein bisschen was an Munition wieder haben, um den letzten platt zu machen. Jetzt wisst ihr, warum ich vorhin gesagt habe, wir nehmen hier noch ein paar mit, weil ich kann jetzt eins noch dahinlegen. So, den lassen wir mal da und dann packen wir eins dahin und eins dahin. So, jetzt haben wir das gemacht. Der eine, den werden wir jetzt ja, nee, wir ruhen aus, wir ruhen aus, wir ruhen aus. Bevor wir den letzten angehen, ruhen wir aus und wir hoffen dann wirklich, dass es auch der letzte ist. Dann können wir nämlich wieder eins machen. Wir können, ja, das so, wir können das, nein, das und das machen. Wir können ihm sein Schwert zurückgeben, die Axt nach unten legen und geben ihm hier weitere Waffen in die Hand. Das Schöne. Moment, wie viel hat sie? Sie hat zwei, das reicht.
Ja, okay, gut, lassen wir so. Gut, dann machen wir hier zu, wir machen hier auf, wir machen hier zack, 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 zack. Oh, da sind noch mehr als einer. Gut, das hätte ich sehen müssen. Obwohl, das konnte ich natürlich nicht sehen, aber der eine ist jetzt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Munition und können hoffen, dass wir das hier gut hinbekommen. Ja, das ist gar nicht so einfach mit den ganzen Kämpfen. Warum jetzt plötzlich auch das eine Mal der Bogen ausgefallen ist, war mir jetzt, ist mir jetzt völlig schleierhaft. Hey, wie viel sind denn da noch? Oh, jetzt wird es wirklich weird. Weil dann doch so viele, hallo? Oh, und vor allen Dingen jetzt, ja, jetzt ist genau das passiert, was ich verhindern wollte. Schnell zu. Puh. Also, das ist dann doch sehr, 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 sehr problematisch. So, jetzt hat nämlich auch unsere Bogenschützin keine Pfeile mehr gehabt. Wir hatten keine, wir haben zwei, die fast draufgegangen sind. Das ist, jo, das ist doch schon, ja, genau. Da ist Feuer in diesem Spiel heute. Da ist richtig viel los. Nein, du hast mir keine Zuschauer vermisst. Ich denke mal, ich weiß, woran das liegt. Kistenkarte, also keine Sorge, das liegt nicht an dir. Das ist ein anderes Problem, was, ja, das hat mit den IP-Adressen zu tun. Also keine Sorge, du hast da nichts gemacht, was da problematisch wäre. Also alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, jetzt machen wir als erstes mal wieder schnell eine Ausruhrunde, damit wir unsere Livia hochkriegen. Ja, die sollen geheilt werden. Ich muss dann auch mal gucken. Ich hoffe, dass Anne bald ein bisschen besser wird, damit wir ihr dann noch ein paar, dann, paar mehr Zauber reinhauen können. Was ich vermute ist, dass hinter dieser Tür, dadurch, dass ich ständig wieder dieses hier gehen hin und wie soll ich sagen, wir pausieren, dass da vielleicht dann im Endeffekt neue wieder zurückkommen. Aber mal gucken, was passiert. Da dürfte jetzt gleich einer kommen. So, da ist er. Zack, 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 zack. Und schon war er weg. So. Ich glaube, wir haben jetzt alle erledigt. Das wäre natürlich schön, wenn das der Fall wäre. Dann würden wir nämlich hier wunderbar. Oh, Scheibenkleister. Da war doch noch einer. Da hat sich doch noch einer versteckt. So, aber jetzt haben wir ihn gehabt. So. Zack, schnell ein bisschen agieren. Den packen wir hier hin. Den packen wir hier hin. So, dann haben wir Steine. Das heißt, die kommen hier hin erstmal. So, zack, zack. Oh, eins zurück. Dann kriegt da den Stein. Machen wir hier hin. So, den Pfeil nach da. Der Dolch. Einer geht nach da und zwei nach da. Und da haben wir noch einen Speer, der geht hier hin. Zack. Und dann Pfeil, Pfeil. Haben wir da. Die ist voll. Das heißt, der kriegt den Stein. Und da kommen die Pfeile rein. Eins, zwei, drei. Ah, okay, jetzt ist die Tür zu. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir. Ah, okay, das war jetzt natürlich nicht Sinn der Sache. Aber gut, jetzt sind wir halt eingesperrt. Jetzt müssen wir halt hier agieren. Es ist natürlich jetzt ein bisschen
übelst. Aber kriegen wir hin. Hoffen wir einfach das Beste. Da sind noch die zwei Pfeile. Und dann haben wir hier noch eine Stangenwaffe. Gut. So. Ja, wir machen trotzdem eine Ausruhrunde, weil ausgeruht geheilte Charaktere sind wichtig. Wir speichern wieder, das ist auch wichtig. Und dann schauen wir mal. Wir schauen gerade mal durch, wie es mit dem Essen aussieht. Da wird es langsam ein bisschen kritisch, aber das kriegen wir schon hin. So, genau. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also da ist nichts, aber da ist ein Gang. Da geht es nach da, da geht es nach da. Okay. Da geht es nicht weiter. Dann gucken wir mal hier. So, das dürfte dann der Gang sein, der von da kommt. Ja, genau. Weiß nicht, also. Oh, da ist ja noch einer. Okay, so. Schnell wieder alles einsammeln. Was wir zum Einsammeln haben. Praktisch ist, wenn die Sachen auf der Seite fallen, wo sie hingehören. Da kann man sie wunderbar wieder einsortieren. Der Nachteil ist natürlich, durch das Einsortieren, dass man. Okay, den kriege ich noch nicht. Dann waren wir da. Einmal nach vorne, zack, zwei nach da, zack. So, genau. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist natürlich Unsichtbarkeit. Ja, was soll ich mit der Unsichtbarkeit? Ich habe hier nicht mal einen Magier dabei. So, jetzt ist natürlich das Problem. Wir sitzen jetzt hier drinne und kommen nicht mehr raus. Wir haben uns eingesperrt. Das ist natürlich eine sehr weirde Sache, weil wir kommen hier ja nicht raus. Hier geht es nicht weiter. Ja, das ist mir auch klar, dass es hier nicht weitergeht. So, und was machen wir jetzt in unserem Spaß? Jetzt sind wir nämlich eingesperrt. Wir kommen hier nicht raus. Und ja, dann müssen wir einfach mal gucken, ob wir hier irgendwo. Kein Schalter, kein nichts. Das ist. Und innen drinne, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir. Ah, da sehe ich was da. Ah. Oh, und da ist ein Gegner. Der ist vorbeigerauscht. Das war knapp. Okay, also irgendwo kommen die da raus. Ich verstehe nur noch nicht wo. Das Problem ist jetzt, dass wir zwei haben, die bewusstlos sind und wir da noch mal rein müssen. Und ich werde jetzt einfach mal alles einpacken, was ich einpacken kann und das dann verteilen, wenn wir ein Stückchen weg sind. So, bevor da noch mehr kommen. Und wir am Ende dastehen und alle unsere Charaktere tot sind und wir von vorne anfangen dürfen. So, da haben wir eine Schriftrolle. Ah, gut. Da ist auch ein Gang. So, gut. Wir bleiben hier. Wir machen eine Ausruhrunde. Und hoffen, dass wir das Ganze überleben. So,
Ja. So, wir machen eine Speicherrunde. So, und gehen dann jetzt hin und machen natürlich die Verteilung der Waffen wieder dahin, wo sie hingehören. Heißt, jeder kriegt wieder die Waffen, die ihm zustehen. Und dann haben wir da alles verteilt. So. Bei ihr haben wir dann noch ein paar Sachen. So, die kriegen wir dahin. So, der kommt dahin. Und den Pfeil legen wir nach da. So, so. Noch eins. Zack. Und zack. So, jetzt gucken wir mal. Da gibt es ein Essenspaket. Okay, gut. Okay, aber da fehlt ein Stein, sehe ich gerade. Den haben wir verloren wohl. Ah, ne, da ist er. Da ist er. Da ist er. Noch eins. Ja. So, jetzt müssen wir ihn wieder hier runterpacken. So, perfekt, schon passt. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Und sind dann hier auf der... Ah, hier sind wir auf der anderen Seite. Okay, wir hätten uns das Ganze auch einfach machen können, hätten einfach diese Umänderung machen können. Da sind wir irgendwie, glaube ich, reingekommen. Komisch. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber gut, okay. Ah, doch, das. Nee, doch nicht. Okay, ja, wir da. Egal. Wir gehen jetzt einfach hier weiter und gehen jetzt durch diesen Gang da. Da wir die Tür aber hier auf. Ah, von der Seite ist die Tür zu. Okay. Gut. Da ist auch eine zu, eine Tür. Kriegen wir wahrscheinlich auch nicht auf. So, dann gehen wir mal hier lang und gucken uns hier um. Ah, da ist wieder eine Tür. Da ist eine Platte. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was passiert, wenn wir... Ah, wenn wir auf diese Platte treten, dann geht das zu. Da haben wir auch eine Platte. Ah, und wir haben Steine. Steine sind immer gut. Steine nehmen wir mit. Ah, okay, wenn wir drauf treten, gehen die Dinger wieder auf. Das heißt, wir machen das ganz einfach einmal drauf. Zack, zack, zack. Und schon sind alle zu und wir haben es geschafft. Perfekt. So. Ah, okay. Also mit den Dingern kann man das wieder aufmachen. Das heißt, einmal. Das heißt, wir können uns damit schützen vor den Dingern. So, mal gucken. Geht das auch wieder zu? Ja, das geht auch wieder zu. Sehr schön, sehr schön, wunderbar. So, jetzt haben wir uns den Rückweg natürlich gesichert. Wobei, wir machen mal eins. Müssen wir jetzt mal gucken, welche das war. Ich glaube, das war der hier. Nee, das war er nicht. Dann war es vielleicht der hier. Genau, okay, die lassen wir jetzt offen. Das heißt, wenn wir dann entsprechend flüchten müssten, könnten wir gleich in den Raum rein, rum und hätten dann sofort das Ding dicht und könnten entkommen. So, ich sehe hier aber schon wieder was. Ich sehe hier nämlich ein Portal, bei dem dasselbe fehlt wie bei dem, wo wir gerade eben gefunden haben, also auch wieder der Stab. Das heißt, das ist die Verbindung dazu und da ist der Stab. Nee, das ist ein Zauberstab. Okay, gut. Gut. Ist halt so. Aber ein Zauberstab. Einen Zauberstab haben wir gefunden. Sehr schön. So, dann haben wir hier, da ist eine Tür. Türen sind immer gefährlich. Türen werden gespeichert. Mal wir jetzt auch was Interessantes gefunden haben. So, gucken wir mal. Wir gehen den Gang geradeaus weiter. Okay. Wenn ich jetzt reingehe, ist da wieder die Tür, genau. So. Ah, okay. Ich verstehe. Das ist die Tür. Und wir haben hier wieder ein Wechseltischspiel. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir
Aufpassen, wenn wir falsch laufen, landen wir wieder in einer Ecke, wo wir nicht hinwollen. So, da ist die nächste Tür. Und hier haben wir einen Gang mit zwei Türen. Links oder rechts? Das ist die Frage. Natürlich umgekehrt. Rechts oder links? Ich habe gestern geschafft, meine Basis zu speichern in das Spiel. Kann sie nun immer. Das ist doch schön, Kistenkater. Ja, das geht natürlich auch ums Spielen. Unser Kistenkater spielt Empyrion, heißt das Spiel, glaube ich. Und da hat er bei seinem letzten Stream jemanden kennengelernt, der ihm einiges erklärt hat und ihm geholfen hat sehr. Da geht auch von meiner Seite her ein Dank an diesen Spieler. Ich glaube, Service 22 war das, hieß er. Und jetzt hat Kistenkater, wie wir ihn ja kennen, er ist ja ein Baugenie. Er baut gerne. Und hat dann gestern und vorgestern eine Basis gebaut und jetzt hat er es geschafft, diese Basis zu speichern, sodass er sie überall, wo er sie haben möchte, auch benutzen kann. Ist natürlich eine sehr schöne Sache, freut mich. Also ihr seht, man schaut bei uns hier auch über den Tellerrand hinweg. Wir gucken uns auch andere Sachen an. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier ja bei Eye of the Beholder und wir sind heute, wir haben heute schon wieder ein bisschen was geschafft, aber bis jetzt noch nichts, was mich befriedigt. Ich würde jetzt sagen, wir machen den Schritt auf diese Platte, aber ich würde auch sagen, nein, wir lassen das lieber. Weil ich Angst habe, dass, wenn wir da durchgehen, dass wir dann am Ende das hinkriegen, dass die Tür wieder zugeht. Also machen wir die Tür erstmal zu. So, jetzt machen wir die Tür auf und. Ja, so passiert's. Man schießt und schießt und wirft und schießt und wirft und schießt und am Ende steht man da und hat das, was man geworfen und geschossen hat, einmal zu weit geschossen. Gut, aber wir haben ja genügend Material dabei. Das ist ja nicht das Problem. Da haben wir den Stein, den packen wir hin. Wir haben ja noch einen von der Sorte. So, jetzt ist, da haben wir jetzt auch wieder das Problem. Wenn wir jetzt hier durchgehen, geht hinter uns die Tür zu. Definitiv. Deswegen machen wir das jetzt ganz einfach. Wir gehen einmal hier hin. Spiel speichern, speichern. So, so, so. Oh nee, doch nicht. Okay. Irgendwo anders ist jetzt was aufgegangen, garantiert. Die Frage ist nur, wo und was? Das ist jetzt die große Frage der Fragen, die wir haben. Und ich bräuchte mal, es wäre mal wieder schön, wenn wir ein Essenslager finden würden. Ja. Wir gehen jetzt erstmal hier drauf. Zauber lernen. Achso, wir haben. Ja, ich weiß, wir haben kein. Für Zauber beten. Leichte Wunden. Stärkung. Lähmung. Wir brauchen einen Vierer. Der Vierer dürfte nämlich das sein, was wir wollen. Was wir brauchen. So, Segen. Leichte Wunden verursachen, Gebet, Stärkung, obwohl, Moment, leichte Wunden verursachen. Wir machen das mal so. Das ist natürlich nicht schlecht. Stärkung, Schutz vor Bösem. Wir haben doch irgendwo noch Klerikerrollen. Was haben wir denn da? Person festhalten? Nein. Aber wir brauchen hier, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, wir müssen die Leute mit Futter versorgen. Und das heißt, wir werden unser letztes Essen raushauen. Das heißt, im schlimmsten Falle werden unsere Leute hier draufgehen, weil sie verhungern. Gut. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass wir vorher noch es schaffen, den Zauber hochzukriegen. Genau. So. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Okay. Na gut, so ist das eben. Gut, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Jetzt gehen wir hier hinten wieder rüber und durch die Tür raus, gehen hier lang, sind in dem Gang mit dem Portal. So, gehen jetzt hier lang,
Jetzt haben wir wieder alle Türen gemacht. So, wir machen jetzt als nächstes diese Tür auf. Oh, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Waren das jetzt alle beide oder ist da noch einer drinne? Ich glaube, das waren alle beide. Das wäre natürlich sehr schön. Ah ne, den machen wir nach da. So, den machen wir nach da. Weil Dolch, ne, den Dolch machen wir nicht dahin, den machen wir dahin. Speer, Dolch kommt nicht dahin. Und Ach so, den habe ich umgedreht. Genau. So, Dolch. Immer eins weiter. Zack und zack und zack. Wir gehen eins vor. Wir machen da. Wir nehmen den Stein, der kommt zu unserem Oberzwerg und haben da noch eine Stangenwaffe. So, wir sind hier in einem Räumchen. Das werden wir mal zumachen gerade und werden hier dann kurz ausruhen. Obwohl kurz ist ja hier mal so eine Sache. Ja, ich muss mal ins Handbuch gucken und muss mir mal die Sachen raussuchen, wo ich rausfinde, wann wer aufsteigt, weil man hat ja die Lebens die Erfahrungspunkte, das sehen wir hier unten, die Erfahrungspunkte, und wenn man da einen bestimmten Level erreicht hat, steigt man jetzt auf. Bei einer Klerikerin wäre es natürlich nicht schlecht. Besser wäre gewesen, das habe ich mir jetzt im Nachhinein gedacht, wenn ich statt einer Klerikerin einen Magier noch mit reingenommen hätte. Das wäre natürlich perfekt gewesen, aber gut, kann man im Nachhinein jetzt nicht mehr ändern. Man kann nur hoffen, dass wir irgendwann mal über einen Magier stolpern und sagen können, hier, Magier, hast du Lust mitzukommen? So, haben wir hier, da haben wir, so, da ist wieder eine Tür, die kriegen wir aber nicht auf. Das ist jetzt natürlich sehr lustig. So, was haben wir hier? Waren wir jetzt hier schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich glaube, wir waren geradeaus weitergegangen. Also gehen wir hier mal lang. Ich weiß, ich renne jetzt gerade ein bisschen hier durch, was natürlich ein bisschen problematisch ist, wenn man irgendwo gegen Feinde dann rennt. Aber ist halt so. Ah, okay, hier ist er. Ah, Moment mal. Das kennen wir doch. Nee, da gehen wir nicht mehr durch. So, das heißt, die Tür haben wir schon. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier zurück. Und gehen mal hier lang. Ah, da ist wieder eine Tür. Also Tür auf. Reingeguckt. Reingeguckt, reingeguckt. Passiert nichts. Ah, die Tür geht nur zu. Aber ist nicht dauerhaft verschlossen. Da ist nämlich ein Hebel dran. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Was mich bis jetzt irritiert hat, dass wir dass wir bisher noch keinen Dunkelelfen begegnet sind. Gut. Darum eine Erfahrungsstufe aufsteigen ist ja schön.
Ist nur nicht unbedingt das, was ich möchte. Mir wäre lieber, wenn unsere Priesterin aufsteigen würde. Damit könnte man nämlich ein bisschen besser agieren. Aber gut, so ist das nun mal. So, der hat seine beiden. Der hat auch seine beiden. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Verstehe ich. Okay. Aber jetzt packen wir mal da ein paar Sachen hin. Weil. Gut, so da. Okay, weiter. Da ist nichts. Interessant. Hier wird man durch die Gegend gefeuert. Was haben wir da? Da haben wir einen Zepter der königlichen Macht. Ah, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwas gefunden, was für uns sehr, sehr interessant und wichtig ist. So. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Ah, puh, das ist hier. Das. Also. Gut. So, die Tür haben wir jetzt einmal raus. Das ist ein sehr interessanter Raum. Aber. Ich glaube, wir kommen unserem Zwergenkönig langsam, also Zwergenprinzen langsam näher. Die Frage ist nur, wo ist er? ja, ich habe übrigens beschlossen, wir machen heute nur bis um 10, nicht bis um halb 11. Da war, ah, hier waren wir schon. Okay. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind wir? Da hört sich wieder an, als würde irgendwo was krabbeln. Langsam habe ich mich hier völlig verirrt. Da sind wir durch. Da sind wir noch nicht durch, weil wir nicht durchkamen. Gut, also gehen wir doch mal wieder zurück. Also irgendwie. Ja. Das ist jetzt eine sehr interessante Methode. Also wenn ich jetzt nicht bald noch eine Möglichkeit finde, wo wir weiterkommen. Würde ich. Das ist doch der gleiche Raum, wo wir gerade eben waren. Nee, doch nicht. Doch, das ist der. Ja, aber das ist nicht der, wo ich rein wollte. Nee, das verstehe ich jetzt nicht. So, da. Ah, da geht's nach oben. Gut, also gehen wir hoch. So, wir sind in einer weiteren Ebene der Trunkelelfen. Das heißt, wir werden hier speichern. Und ja, weil irgendwie komme ich heute nicht weiter und ich möchte mich dann doch noch ein bisschen informieren. Aber wir werden jetzt noch ein kleines bisschen machen, damit ich noch ein bisschen was an Aufnahme habe. Aber wir haben jetzt ja eine neue Ebene erreicht. Vielleicht erreichen wir hier was. Da ist eine Tür, die ist zu. Da ist eine Tür, die geht auf. Das ist schon mal nicht schlecht. Eine Tür, die aufgeht, eine Tür, die nicht aufgeht. Das ist immer gut. Dann kann ich nämlich vielleicht auch durch meine Kartensammlung, die ich habe, herausfinden, wo wir sind. Aha, auch wieder interessant, eine Tür, die geht nicht auf. Eine Tür, die geht auf. Und dahinter sind natürlich vielleicht das, was wir nicht wollten. War jetzt nicht Sinn der Sache. Ja, das heißt, unsere Gruppe geht gleich drauf. Sag Stopp, da geht unsere Gruppe drauf. Und jetzt gehen die hintere. Also das ist eine. Das ist jetzt natürlich nicht das, was ich vorhatte. Und jetzt ist die Gruppe hinüber. Also ich kann im Endeffekt aufhören, weil das bringt mir nichts. Also der Gang war jetzt wirklich keine Option. Spielladen. Das heißt, da kommen wir nicht weiter. Ja.
Da waren wir doch die Woche etwas schlechter dran als gedacht. Also das ist natürlich jetzt eine, wir kriegen die Tür nicht auf. Und hier, ich könnte jetzt wieder von vorne anfangen und könnte sagen, hier, wir gucken noch mal in, Moment mal, da war was. Was ich, nee, doch nicht. Es sah nur so aus. Ich sag jetzt, okay, wir machen das jetzt ganz, das Ganze jetzt noch mal. Aber, das hat uns nichts geholfen. So, wir hatten hier eine Stärkungsrolle. Dann nehmen wir mal die. Dann mache ich mal kurz hier zu. Wir machen zack. Die stärken wir. Haben wir hier noch eine Stärkungsrolle? Gebet. Schutz vor Bösem. Da machen wir die. Dann haben wir hier leichte Wunden verursachen. Gebetrolle. Segen. Ah, Segen können wir mal auch machen. Da kriegen wir einen Segen auf alle. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, ob wir das Glück haben, dass wir vielleicht. Was haben wir? Wir hatten doch noch irgendwo eine Rolle. Person festhalten? Nein. Da hatten wir noch eine Person festhalten. Okay, die brauchen wir nicht. Wir gucken einfach mal, was passiert, ob wir es hinkriegen. Rein theoretisch. Bisschen besser aus als das, was wir gerade eben hatten. Aber trotzdem nicht perfekt. Ja, da ist die erste schon hinüber. Ja, das bringt nichts. Die sind einfach zu stark, als dass wir die hinkriegen. Ja, das bringt nichts. Selbst wenn wir ihn jetzt mit noch mit zwei oder was wegkriegen würden, wäre. Ja, wir hätten ihn jetzt weg, aber ich habe zwei Charaktere, die tot sind und das bringt mir nichts. Also lassen wir das. Wir gehen wieder auf die Option laden. Wir gehen laden. Ich könnte es natürlich probieren, wenn ich es anders mache, ob ich es hinkriege. Aber ja, das ist jetzt natürlich die Frage, wo sind wir hier? Wie kommen wir weiter? Was können wir machen? Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe jetzt gerade keine Option. Unten würde ich wieder nur durch die Gänge durchrennen und wüsste nicht, wo ich bin. Ich könnte jetzt rausgehen und sagen, okay, ich gucke mir an, was machen wir und wie geht's weiter, und komme zurück. Will ich aber auch nicht machen, weil es wäre für euch eine lange Wartezeit, die nicht wäre. Und deswegen sage ich jetzt ganz einfach mal an dieser Seite, wir machen für heute hier an diesem Punkt Schluss. Werden hier an diesem Punkt dann einen Cut machen. Ich werde für die nächste Woche vorbereiten, dass wir da wissen, wo wir hin sind, wo ich hin muss. Werde mir die Karten eventuell vielleicht, wie ich es schon vorhatte, ausdrucken, sodass ich dann nachgucken kann, kann sagen, ah, okay, wir sind da und da und da. Und so, so müssen wir laufen, dass wir hinkommen, wo wir hinwollen. Ich habe jetzt eine sehr markante Stelle gefunden, an der ich sagen kann, okay, ich muss mir nur die Karte angucken und sehe dann, aha, da sind die und die und die. Damit komme ich dann entsprechend voran und weiß, wo ich bin und kann dann entsprechend weiter agieren. Ist zwar schade für euch, weil ich eine ganze Stunde früher Schluss mache, als ich gedacht habe, aber manchmal ist es halt einfach so, es läuft nicht so, wie es soll und nicht so, wie es gedacht ist und deswegen. Ja, so, wir wechseln mal kurz in den Chatting-Bereich. So, da bin ich also nochmal für euch. Aber ich muss sagen, es war trotzdem eine sehr interessante Session. Wir haben eine Ebene durchgearbeitet, die doch sehr verwirrend war mit vielen nach da, nach da, nach da, nach da wechseln. Ich glaube, wenn ich runtergegangen wäre und wäre wieder zurück zu diesem, dreh dich um und wir wären da nochmal weitergelaufen, dann hätte ich noch zwei oder drei Türen gehabt, die ich hätte aufmachen können, wo wir eventuell vielleicht weitergekommen wären. Was mir jetzt natürlich fehlt, ist dieser eine Stab. Damit könnten wir zwischen zwei Portalen hin und her springen. Wir haben auch nicht viele Portale in dieser Ebene gefunden. In der letzten Ebene jetzt gab es gar kein Portal, zumindest keins, wo wir sichtbar rangekommen sind. Und deswegen, ja, machen wir das ganz einfach.
Wir machen jetzt hier, wie gesagt, Schluss für heute. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Werde das Ganze natürlich, so wie es ist, auch wieder auf YouTube hochladen. Das werdet ihr also da finden. Wenn ihr da das Ganze im Nachhinein seht, wäre es schön, wenn ihr unten ein Like da lasst und vielleicht ein Abo, weil ihr es noch nicht gemacht habt. Viele auf meinem Kanal gucken den Kanal, sind aber noch keine Abonnenten. Abonnieren auf YouTube kostet euch nichts, verpflichtet euch auch zu nichts, aber es hilft dem Kanal und damit auch mir ein bisschen. Wenn ihr mal das Ganze live verfolgen wollt und sehen wollt, wie funktioniert das Ganze, samstags meistens in den Morgenstunden bin ich auf Twitch unterwegs und streame dann hier das Eye of the Beholder live. Da könnt ihr gerne zugucken. Und ansonsten bin ich auf Twitch meistens noch am Freitagabend mit einer News-Sendung und am Sonntag mit einer React-Time, wo ich andere YouTube-Videos reacte. Da könnt ihr dann auch gerne mal Vorschläge machen. Auch, wenn ihr wollt, unten in die Kommentare reinposten, dann habt ihr das auch. Für heute, ein bisschen früher, sage ich euch Tschüss und wünsche euch ein schönes Wochenende. Eure Josie.